euch, guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 16 in der Karriere mit dem FC Arsenal. Also, die Transferphase ist geschafft. Wir haben unser Team verstärkt. Also, wer sich die letzte Folge nicht angucken wollte, was ich verstehen könnte, ich würde vielleicht das auch nicht angucken. Ist wirklich nur für die, die es interessiert hat. Wir haben erstmal, wie eigentlich immer, einer verletzt sich immer in der Saisonvorbereitung. Diesmal hat es wieder einen Stammspieler getroffen. 3 Monate Ausfallzeit für Nemanja Matic. Und wir gucken mal. Also das wäre jetzt unsere aktuelle Startaufstellung. Damit würden wir reingehen. Vorne Morata, dann Sanchez, Özil, Promes, Tielemans, Thiago als Sechser und Masuaku, Koscielny, Gabriel, Bellerin im Defensivverbund. Das wäre unsere zweite Mannschaft. Insigne ist dem Club beigetreten. Der Italiener. Callum Chambers ist auch wieder da. Und Oxlade-Chamberlain würde das da rechts außen übernehmen für Quincy Promes. Wir haben natürlich auch noch einen anderen Keeper geholt, da Chesney und Ospina uns jetzt verlassen haben. Und zwar Timo Horn vom 1. FC Köln ist uns beigetreten. So, für ihn kann man doch vielleicht sogar 4,2 Millionen verlangen. So. Und er hier, ja, auch er, da geben wir auch nochmal 1 Million hoch. Und dann könnt ihr die haben, dann juckt mich das nicht. Bellerin will über sein Gehalt sprechen. Na komm, bei Bellerin kann man es wahrscheinlich am ehesten machen. Den mögen wir doch so sehr. Den mögen wir doch so sehr. Wo ist er denn? Bellerin, hier bist du. Neuen Vertrag anbieten. 3-Jahres-Vertrag, du kriegst 115.000, bist essentieller Stammspieler. Und ich denke mal, damit wäre das geklärt. Die Vertragslänge, das kann man doch irgendwo einsehen, ne? Transfers, Spieler verkaufen, Scout-Aufträge, Wunschliste, Spieler verkaufen, Transferverhandlungen. Wo steht das denn? Wo steht das? Ah, hier Verträge. So, dann gucken wir mal. Vertragsdauer. Bellerin läuft aus, er hier macht nichts. Mertesacker, boah, müssen wir vielleicht rechtzeitig... Ja, 1 Jahr. 170.000. Ja, wichtiger Stammspieler. Okay, müssen wir ein bisschen flunkern. Das stimmt jetzt nicht ganz. Und beim Rest, ja gut, alles was hier noch ein Jahr ist, das macht ja nichts. So. Und jedenfalls, für uns liegt jetzt das erste Spiel der Premier League Saison an, nämlich gegen Tottenham. So, für Koscielny. Nee. Der bleibt bei uns. Ist zwar auch schon 30, aber nee, der kann ruhig bei uns bleiben. So, Barclays Premier League. Wir sind wieder zurück. Müssen alle Wettbewerbe gewinnen, bei denen wir teilnehmen. Nicht verfügbare Spieler. Wer ist denn nicht verfügbar? Ach, hier Matic, Mensch. Alles klar. Tut mir leid. Dafür können wir Özil mitnehmen. Das sollte passen. Aber das ist auch gar nicht die Aufstellung, mit der wir spielen. Wir spielen nämlich mit dieser Aufstellung hier. So. Und damit würde ich sagen, rein in den Spieltag. Rein in den Spieltag. So. Tottenham Arsenal. Ich versuche es mal kurz zu machen. Die letzte Saison war eigentlich von einer Dominanz des FC Arsenal geprägt. Zum Ende hat man nachgelassen, hat die Führung in der Tabelle sogar noch verspielt. Und das hat dann dazu geführt, dass man nur noch Platz 2 geholt hat. Alles in allem war die Saison sicherlich keine schlechte. Aber das hat trotzdem an sich nicht ganz so viel zu heißen. Denn ich sag mal so, wir haben in den ganzen internationalen Wettbewerben, also was heißt in den ganzen internationalen Wettbewerben, alles außerhalb der Liga, wir haben nicht enttäuscht. Halbfinale gegen Chelsea rausgeflogen im FA Cup. In der Champions League war Schluss gegen Real Madrid. In der Liga, okay, da verstehe ich, wenn man sagt, da hat Arsenal es vergeigt. Das sind alles Dinge, die man jetzt in dieser Saison besser machen muss. Man hat am Kader gefeilt, man hat eben in der letzten Saison ein Konditionsproblem gehabt. Wenn 5 Tage und 3 Spiele eben sehr unharmonisch klingen, was es auch ist, muss man bereit sein, da eben gegen dieses, ja, unharmonisch wirkende 2 Elfer-Mannschaften aufzustellen.
bei denen das dann eben nicht so auffällt, wo eben eine Mannschaft das erste und das dritte Spiel spielen kann und das mittlere in diesen 5 Tagen kann dann die zweite Mannschaft machen. Wenigstens hat man dann eine Mannschaft. Und man muss gucken, dass dieses Niveau dieser beiden Mannschaften ähnlich ist. Und ich denke mal, das haben wir für diese Saison ganz gut geschafft. Und da bin ich gespannt, ob uns das was bringt. Wir werden sehen, wo es hingeht. Der Vorstand erwartet von uns den Sieg im Ligageschehen, im FA Cup und in der Champions League. Also das Triple, klare Maßgabe. Mehr oder weniger war es das letztes Mal auf. Beziehungsweise in der letzten Saison, das haben wir nicht erreicht. Keins davon haben wir erreicht. Und wir sind nicht rausgeflogen. Das heißt natürlich, wenn das jetzt wieder nicht erreicht wird, dann könnte wirklich Schluss sein. Gucken wir. So, Alvaro Morata seine 2. Saison. Graham Scott ist der Leiter der Partie. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, gehen wir es an. Tottenham gegen den FC Arsenal in der Premier League. Also, auf geht's. Wir sind gespannt, was bekommt Arsenal hierhin. Die Gunners haben eine Mission. Mal schauen, ob sie dem gerecht werden können. Alvaro Morata ist das da draußen. Die ersten Minuten dieser Partie gehören dem FC Arsenal. Masuaku, der ja Verteidiger ist, nur mit einem Fehlpass dort auf die andere Seite. Eriksen, Keane. Aber dann unterbindet Arsenal das gut. Da ist Mesut Özil. Mesut Özil wird aber robust vom Ball getrennt. Gibt keine Gefahr für Tottenham. Arsenal aber sehr aufmerksam bisher hinten. Jetzt der Ball auf Alexis Sanchez. Also Arsenal macht hier einen frischen und motivierten Eindruck. Mal gucken, ob sich das durchs Spiel ziehen wird. Quincy Promes dort im Zweikampf. Er hält da natürlich ein bisschen, aber das wird gut gelöst von Tottenham. Das wird sehr gut gelöst. Lamela. Lamela, die Flanke. Aber sehr aufmerksam verteidigt. Vom FC Arsenal. Natürlich Tottenham auch eine richtig gute Mannschaft. Das heißt, das ist hier direkt ein richtiger Test für die Jungs vom FC Arsenal. Hier kann man sich also heute direkt beweisen. Quincy Promes. Verliert den Ball zunächst und muss ihn dann noch abgeben. Also beiden Mannschaften fehlt hier noch ein bisschen die Linie. Spiel geprägt von vielen Fehlpässen und viel Ungenauigkeit. So, aber das könnte sich jetzt ändern. Na, es hat noch keine Mannschaft geschafft, das hier wirklich einseitig zu gestalten. Arsenal ist ja bemüht und wirkt ja auch aktuell ein bisschen wacher. Hat auch mehr Ballbesitz, meine ich. Aber bisher konnten sie aus dieser scheinbaren Dominanz noch nichts weiter machen. Sanchez. Sanchez kommt da daran? Nee, aber das war zumindest mal eine knappe Aktion. Da kriegt Tottenham gerade so noch die Tür zu. Aber trotzdem, ganz oft fehlt da noch ein bisschen das Zielwasser. Harry Kane. Gegen Masuaku, der jetzt also Stammelf spielt statt Kieran Gibbs. Und das war kein Foul von Alexis Sanchez, der sich da ein bisschen zurückfallen lassen hat. Thiago mit Alvaro Morata. Schade, der vergisst da ein bisschen entgegenzugehen. Jetzt nochmal Thiago. So, und jetzt kann Arsenal das hier aufziehen. Mit Alvaro Morata. Alvaro Morata, der sieht drüben Tielemans. Oh, und dann der erste richtig gute Abschluss dieser Partie. Aber der geht zu zentral in die Arme von Lloris. Juri Tielemans war das da. Sehr gut freigespielt von Alvaro Morata. Erste gute Chance in dieser Partie für den FC Arsenal. Morata, kriegt er den? Oh, schade. Aktion ist noch nicht bereinigt. Also, Arsenal macht hier mehr Druck.
und ist hier aktuell spritziger, wirkt frischer und macht hier bisher eigentlich auch das Spiel soweit. Natürlich, es steht noch 0-0, aber zumindest sind diese Vorteile für die Gunners zu erkennen. In der Defensive sieht es bisher eigentlich auch zumindest ganz solide aus. Gabriel, das macht er super. Das macht er ganz, ganz super. Der Ball auf Sanchez. Der wieder mit Alvaro Morata. Der setzt sich mal durch. Alvaro Morata! Kein schlechter Schuss. Da wird Loris gefordert. Aber das macht er gut. Thielemans verpasst den zweiten Ball. Und was wieder auffällt, Arsenal spielt hier wieder mit einem wirklich aggressiven Pressing. Und das sieht gut aus. Thiago. Oh, muss er vielleicht eher spielen, den Ball. Aber vorher war das richtig gut gespielt. Arsenal hat hier einen Plan. Und den wollen sie hier wirklich auch umsetzen. Promes, das ist kein Foul. Quincy Promes mit Özil. Da ist jetzt Juri Thielemans. Traut sich mal. Nächste richtig gute Chance. Boah, der senzt knapp über den Kasten von Hugo Lloris. Also wir sehen hier eine Elf von Arsenal, die hier top motiviert ist, aber sich leider bisher noch nicht belohnen kann. Tottenham kommt damit jetzt hier noch nicht, also nach einer Halbzeit sind sie immer noch nicht damit klargekommen, wie man mit dieser Mannschaft von Arsenal umgehen soll. Also, da ist viel Ratlosigkeit. Das sieht man daran, dass nach vorne relativ wenig geht bei den Hausherren. Und im eigenen Stadion fällt ihnen da nicht viel ein. Bis dato. Natürlich, die Premier League ist keine schlechte Liga. Und da spielen auch Mannschaften, bei denen das nichts zu sagen hat, wenn sie mal eine Halbzeit nicht gut spielen. Da wird sich der Trainer schon kümmern, dass in der Halbzeit dann die Ansagen gemacht werden, die es braucht. Ersten 45 Minuten ist rum, 0-0 zwischen dem FC Arsenal und Tottenham. Die Gäste aus London machen hier einen guten Eindruck. Und die Hotspurs bisher noch ein bisschen überfordert, allerdings ist Schlussmann Lloris bisher eine Versicherung da hinten. Und der hat die 0 bisher festgehalten, von daher gucken wir mal, wie es in Halbzeit 2 wird. Und vielleicht bekommt Arsenal es ja dann jetzt hin, das wichtige Tor zu machen. Es ist natürlich auch ein Auswärtsspiel, aber trotzdem, ne? Wer Meister werden will, der muss in der Liga gegenüber allen Mannschaften dominant sein. Gucken wir mal, ob Arsenal das hier in dieser Saison gelingen wird. Das wird natürlich mit ganz viel Spannung erwartet. Aber jetzt erstmal Tottenham. Aber das ist wieder sehr gut verteidigt von Arsenal. So, Alexis Sanchez wird dort mal auf den Weg geschickt. Sanchez, setzt er sich durch? Nee, er wird noch gerade so abgedrängt. Ball war ein bisschen zu stark gespielt. So, Masuaku jetzt. Masuaku, oh, da lässt er sich abdrängen, die Flanke, aber Petr Cech ist da, es wäre ohnehin abseits gewesen. Masuaku mit einem kleinen Wackler draußen, der nicht weiter bestraft wird. Townsend ist jetzt auf dem Platz für Lamela. Promes, oh, da ist ein großes Loch, da ist ein großes Loch für Alvaro Morata. Schade, das sah nicht schlecht aus. Und Tottenham klärt wieder unter Bedrängnis. Arsenal weiter mit hohem Druck auf die gegnerischen Spieler. Und Tottenham ist hier immer noch ein bisschen, ich will nicht sagen neben der Spur, aber sie sind ja wirklich immer noch bemüht,
eine Antwort zu finden auf die ganzen Fragen, die Arsenal hier in den Raum stellt. Und bisher gelingt ihm das nur in den seltensten Fällen. Gabriel macht das sehr gut. Und auch das spielt Arsenal so weit gut raus. Aber der Ball fliegt ihn trotzdem erstmal wieder um die eigenen Ohren. Aber das war sehr fair gemacht. Kein Foul von Thiago. Tottenham aktuell eine Phase, wo sie besser drin sind. Aber Petr Cech ist da. Oh, 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 da wird's gefährlich! Pfosten, beste Chance in dieser Partie für Tottenham. Und da sah die Defensive von Arsenal das erste Mal in dieser Partie wirklich nicht gut aus. Und nächster Abschluss. Also, einmal nicht aufgepasst und sofort ist da jemand zur Stelle. Jetzt müssen wir natürlich etwas umdisponieren. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal zu sagen, so, Insigne, Bühne frei. Also, ein Neuzugang kommt jetzt mit Insigne. Tottenham geht als nächstes zu Aston Villa. An der White Hart Lane wird wieder ein Heimspiel werden. So, also bei Arsenal jetzt der, oder die Wechsel. Auch Tottenham wechselt, Son kommt aufs Feld für Chudley. Muss man hier schon jetzt überlegen, ob ein Unentschieden okay wäre oder nicht. Gomez kriegt den durch auf Morata. Der Seitenwechsel auf Sanchez, aber kleine Abstimmungsprobleme. 66 Minuten sind hier gespielt. Tottenham findet allmählich besser in die Partie. Arsenal hat in den letzten Minuten ein bisschen mehr nachgelassen. Kann Tottenham das nutzen? Das ist die Frage. Und wie macht sich Insigne? Auch eine Frage, die hier mit Spannung beantwortet werden wird. Und der Ball kommt irgendwie zu Kane. Oh, der kriegt ihn wieder. Und das war ein fataler Fehler, der vorerst nicht bestraft wird. Uiuiui, jetzt hat Arsenal dann doch ein paar Wackler drin. Jetzt haben sie dann doch mehrere Wackler drin. Weil Tottenham gerade ein bisschen ernst wird. Davies, kein Abseits. Die Flanke. Und Petr Cech. Also, die Hausherren wollen nochmal. Morata setzt seinen Gegenspieler unter Druck. Loris. Aber Tottenham löst das gut. 0:0, 75 Minuten, das ist ein spannendes 0:0. Keine Mannschaft will hier, glaube ich, dieses Unentschieden haben. Deswegen spielen beide auf Sieg. Sehr gutes Tackling von Koscielny. Sehr, sehr gutes Tackling von Koscielny. Kein Foul, das da zu erkennen war. Masuaku im Laufduell gegen Kyle Walker. Aber die Hereingabe ist zu schwach. Jetzt muss es mal irgendwie nach vorne gehen. Insigne mit einer langen Ballstaffette. Ah, dann dieser Pass, der ist natürlich nicht gut. Loris mit einem weiten Ball, der aber bei Arsenal landet. Wilshere mit dem Ball auf Morata. Oh, nicht schlecht, wie er den durchsteckt. Nicht schlecht, wie er den durchsteckt. Leider wird nichts weiter draus. Eriksen. Immer noch Eriksen, aber das ist erstmal gut verteidigt. Das war abseits von Dembélé, ja. 5 Minuten noch, also es bleibt hier weiter beim 0:0. Keine Mannschaft will natürlich auch das Risiko eingehen, dann noch das Tor zu kriegen. Das ist natürlich, du willst nicht das Risiko eingehen, hier zu verlieren. Auf der anderen Seite willst du aber unbedingt gewinnen. Das ist nur schwer vereinbar. Aber es sieht so aus, als müssen sich beide Mannschaften damit erstmal abfinden.
Sanchez im Kopfballduell mit Eriksen. Sanchez gewinnt das Kopfballduell. Nochmal Quincy Promes, der nochmal einen Lauf ansetzt. Promes setzt sich da nochmal durch oder wird er rustikal gelegt? Und das war nötig, sonst wäre es da, glaube ich, nochmal richtig gefährlich geworden. Quincy Promes. Und da gibt es die gelbe Karte. Eigentlich ein richtig, richtig faires Spiel, aber was Dyer da macht, ja, das war wirklich... Hätte er das nicht gemacht, dann wäre es richtig gefährlich geworden. Wilshere nochmal jetzt mit der Hereingabe. Die ist nicht echt, das ist das Tor! Arsenal trifft in der Nachspielzeit! Alexis! Alexis! Sanchez! Der kleine Chilene mit einem Kopfballtor, was so wichtig ist. Und bei diesem Standard sahen die Hausherren ganz schlecht aus. Was machen die Hotspurs hier? Eriksen lässt einfach den Sanchez gewähren. Und dann dieser Kopfball des kleinen Chilenen. Und Hugo Lloris muss sich geschlagen geben. Das erste Mal in dieser Partie. Aber das ist auch das Entscheidende. 1:0 für Arsenal in der 92. Minute. Und das war's. Die Gunners nehmen drei ganz wichtige Punkte mit aus Tottenham. Puh. Was kann man aus dieser Leistung entnehmen? Arsenal ist eine Mannschaft, die sehr viel Spielfreude an den Tag legt. Es, ja, sich teilweise selber ein bisschen schwer gemacht. Hier sehen wir aber auch Morata, der wirklich auch gute Aktionen heute hatte. Schade natürlich, dass es da eher nicht gereicht hat. Aber ich sag mal so, im Endeffekt stehen drei Punkte auf unserem Konto. Und Arsenal belohnt sich, wenn auch spät. Arsenal belohnt sich durch Alexis Sanchez. Sehr schön. Wichtiger Sieg. Wichtiger, wichtiger Sieg. Das freut mich. Boah, und dann noch der Kopfball von Sanchez. Das ist eine Geschichte. Also, die schreibt auch nur der Fußball. Arsenal war am Anfang wirklich dominant. Dann hat man ein bisschen nachgelassen. Dann hatte man zeitweise das Gefühl, dass Tottenham doch eine Chance hat. Aber dann... dieser Last-Minute-Treffer von Alexis Sanchez. War kein Last-Minute-Treffer, es war ein Last-Second-Treffer, ja. Unfassbar. Unfassbar. Aber Sieg ist Sieg. So. Für alle haben wir da mal ein bisschen was gemacht. Gut. Boah. Nicht schlecht. So, gegen wen geht's? Als nächstes gegen City, dann gegen Man U. Also ganz, ganz schwere Spiele, die auf uns zukommen. Ich bin gespannt, was sich da noch alles so ergeben wird. Also, ja, bisher, die Tabelle sagt jetzt gar nichts weiter aus. Ja, wir haben auf jeden Fall das erste Spiel gewonnen. Punkt. Das ist erstmal wichtig. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es heißt, FIFA 16 mit dem FC Arsenal in Saison Nummer 2. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.